Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen der vierten Jahrgangsstufe, ich freue mich, dass ich Ihnen heute auf diesem Weg unsere Schule vorstellen darf. Die Schule wirkt vielleicht nach außen etwas traditionell, aber wir leben aus der Tradition. Tradition ist für uns wichtig. Daraus ziehen wir auch unsere Wertevermittlung. Unsere mittlere Klassenstärke ist bei knapp 19 Schülerinnen. Und so hat man auch einen Überblick, nicht nur, was das Kind gerade lernt, sondern auch, wie es dem Kind gerade geht. Im Schulalltag greifen wir sehr häufig auf die neuen Medien zurück. Wir können Unterrichtsinhalte auch sehr gut auf den Screens darstellen. Schüler können leicht ihre erarbeiteten Inhalte auf den Screens ihren Mitschülerinnen zeigen. Also ich denke, dass wir unsere Schülerinnen mit unserer digitalen Vorbereitung wirklich qualifizieren für Studium und Beruf. Der Unterricht in den MINT-Fächern wird an unserer Schule zu etwas Besonderem, dadurch, dass die Schülerinnen sehr viel experimentieren können. Zum Beispiel in der neu eingerichteten Lernwerkstatt Mathematik, aber auch in den Fächern Biologie, Chemie und Physik, wo Experimentieren sowieso zum Handwerkszeug gehört. Unsere Schule hat ein vielfältiges Austauschprogramm und Auslandsprojekt. So haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, gemeinsam nach Italien, Frankreich, Spanien, Malta, Irland und sogar Taiwan zu fahren. Wir bieten ganz viele Wahlangebote und Wahlfächer an, da auch die Interessen der Schülerinnen sehr breit aufgestellt sind. Beispiele von den Wahlfächern sind Reiten, das ist bei den Mädchen sehr beliebt. Auch viele der Schülerinnen gehen ins Wahlfach Klettern. Und ganz wichtig ist auch vielen Schülerinnen, dass sie an Fit am PC teilnehmen oder am Tasten schreiben, damit sie einfach für die technischen Herausforderungen der Zeit gewappnet sind. Wer gerne singt, ist bei uns an der Schule an der richtigen Adresse. Man kann bereits in der 5. Klasse in den Unterstufenchor gehen, später dann in den großen Chor. Außerdem gibt es noch ein Orchester. Wir vermitteln an der Schule auch Privatunterricht, zum Beispiel Gitarre, Geige, Flöte oder Klavier. Und das Besondere ist, man muss nicht extra in die Musikschule gehen, sondern die Lehrer kommen zu uns. Im Gegensatz zur offenen Tagesbetreuung ist der Unterricht bei uns rhythmisiert, findet also über den ganzen Tag verteilt statt. Das Besondere bei uns ist wirklich, dass wir ein konstantes pädagogisches Personal haben. Also wir sind zwei Sozialpädagoginnen, die in Zusammenarbeit mit allen Lehrkräften, der Schulleitung und der Ganztagskoordinatorin das Ganztagssystem aufrechterhalten. Wir unterstützen unsere Schülerinnen zum Beispiel in den Arbeitsstunden. Wir begleiten das Mittagessen in unserem Speisesaal oder wir bieten verschiedene Freizeitangebote an. Und das gibt es einfach nicht überall. Ich glaube, dass unsere Schülerinnen gerne zu uns kommen, weil wir auch vermitteln, dass wir alle zusammenhelfen, dass die Kinder sich gegenseitig helfen, dass sie eine gute Klassengemeinschaft haben, dass sie sich gegenseitig tragen. Wir würden freuen, wenn wir uns im September persönlich am Ursulinen-Gymnasium begegnen.